Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer hier und herzlich willkommen zum 5. Dragon Ball Xenoverse Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, ich habe es euch ja versprochen, dass ich hier ein paar Offline-Parallelquests machen werde. Und ich kann euch eins sagen, unser Charakter ist so stark geworden. Der ist fast unaufhaltsam geworden. Einfach nur richtig krank, Alter. Ich freue mich einfach so sehr auf die heutige Folge. Wie ihr auch schon sehen könnt, haben wir unserem Charakter einen neuen Anzug gegeben, nämlich den hier von Sangoku. Er sieht, finde ich, mega geil aus, vor allem auch die Hose voll am Glänzen. Wir hatten in der letzten Folge noch diesen Anzug hier angehabt. Und ja, ich wollte euch mal eben kurz zeigen, wie das hier mit den Parallelquests aussieht. Also, es gibt ja bisher 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und es gibt immer hier verschiedene Ränge, die man abschließen kann. Z ist das Beste, das sehen wir hier links, habe ich dreimal geschafft. A ist das Zweitbeste und B das Drittbeste. Hier habe ich es leider nicht geschafft, das war ziemlich schwer. Hier muss man 20 Pflanzenmänner unter 5 Minuten besiegen. Dazu noch Nappa, also das ist etwas schwieriger. Das können wir erst später machen. Und ja, ich will auf jeden Fall sagen, heute zocken wir definitiv nur die Zeitpatrouille. Also nur die Kampagne. Und jetzt wollte ich euch nochmal abstimmen lassen. Also ich habe wieder unten in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung einen Abstimmungslink reingehauen. Dort könnt ihr entscheiden, ob wir die Parallelquests zeigen sollen oder eher nicht. Also ich wäre eher dafür, dass wir nur die Zeitpatrouille zeigen und die Parallelquests alle selber neben des Let's Plays mache. Also so im Hintergrund einfach und unseren Charakter verbessern, weil hier sind vielleicht ein paar geile Kämpfe auch dabei, die kann ich dann gerne mal zeigen, aber so Kämpfe wie zum Beispiel gegen 20 Pflanzenmänner oder so finde ich etwas uninteressant und das würde ich lieber nicht mit reinnehmen. Deshalb könnt ihr nochmal abstimmen unten in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung auf den Link klicken, Store Brawl, und dort könnt ihr dann einfach auswählen die zwei Möglichkeiten, die es da gibt, oder drei, ich weiß es noch nicht genau. Und ja, wir haben in der letzten Folge so verkackt gegen Vegeta, wisst ihr das noch? Wir haben Nappa besiegt, aber Vegeta hat uns einfach platt gemacht. Und heute, ich sag's euch, wir werden Vegeta innerhalb von 30 Sekunden platt machen, Alter. Unser Charakter ist so stark geworden. Ich drück mal Pause. Wir können da mal hier gerne auf anpassen. Dann zeige ich euch mal unsere Fähigkeiten, die wir neu haben. Wir haben jetzt hier Meteor Crash bei, aber wir haben Kamehameha freigeschaltet, Alter. Wegen den Parallelquests. Dann haben wir noch die böse Sprengung von Piccolo freigeschaltet. Böse Anstiegsangriffe, unerbittliche Salbe, volle Kraft, Energiestrahl. Bam, 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 bam. Richtig geile Attacken haben wir freigeschaltet. Und so Riesensturm gibt es auch noch. Also ist echt krass. Wir haben richtig viele Sachen freigeschaltet. Attribute boosten. Guck mal hier. Wir sind schon bei Gesundheit 11. Hier haben wir noch Punkte. Grundangriffe habe ich natürlich am meisten gemacht, weil die benutzen wir ja fast am meisten. Immer zack, zack, bam in die Fresse und so. Die habe ich am meisten aufgerüstet. Und ja, wir sind oben rechts, könnt ihr gerade leider nicht sehen, wir sind schon Level 14, haben 18.000 Zeni-Punkte, also wir haben echt, also ich habe gestern Nacht wirklich gesuchtet, Alter, die ganze Parallelquest. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, geht's jetzt direkt weiter mit der Zeitpatrouille gegen Vegeta und Nappa. Boah, Freunde, Alter, Nappa, der wird jetzt so auf die Fresse kriegen, ihr müsst gleich mal oben rechts auf sein Leben achten, wie schnell das bestimmt verschwinden wird. Denn unser Charakter, der ist wirklich kaum wiederzuerkennen, der ist so krass geworden, Alter. Ich freue mich einfach nur richtig drauf. Und ja, Freunde, was ich noch sagen wollte, die letzte Folge hatte leider wieder viele Dislikes gehabt, aber da kann man nichts machen und es haben so viele in die Kommentare geschrieben. Mach trotzdem weiter, lass dich nicht einschüchtern. Das ist dein Spiel, du bist damit groß geworden. Und ja, ich danke an all die Leute, die das in die Kommentare geschrieben haben. Und ja, scheiß auf die Dislikes. Also es gibt natürlich ein paar Leute, die das nicht mögen, beziehungsweise damit nicht aufgewachsen sind. Kann ich vollkommen verstehen. Aber ja, wenn ihr meint, ein Dislike zu geben, dann macht das ruhig, Freunde. Also mir ist das im Prinzip eigentlich egal, nur das sieht ein bisschen kacke aus, wenn da jetzt so, was weiß ich, 400 Dislikes sind oder so. Aber ja, Freunde, ihr kennt mich ja, mich schüchtert sowas nicht ein. Also ich spiele das zusammen mit euch durch das Spiel, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Dann würde ich sagen, geht's jetzt direkt los gegen Nappa, Alter. Freunde, der wird jetzt so platt gemacht. Ja, jetzt lachst du noch, ne? Jetzt lachst du noch. Guck mal, unser Kämpfer wieder aussieht. Guck mal jetzt, Freunde, guck mal oben rechts sein Leben, Alter. Bam, bam, bam. Guck mal, jetzt kriegt erstmal ein Kamehameha von uns. Wie wär's mal damit? Warte, wir haben noch nicht freigeschaltet. Guck mal hier. Bam, Alter. Kamehameha! Oha, okay, der ist doch stärker als erwartet, okay. Guck mal, direkt die erste Sequenz schon fertig, Alter. Zack, wie schnell das ging. Schon ist er nackt. Schon ist der Lappen nackt. Der wird jetzt so platt gemacht werden. Oh, stirb. Du Lappen, Alter. Piccolo stirbt jetzt erstmal. Haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Das können wir überspringen. So, jetzt komm, 1 gegen 1, Digga. 1 gegen 1. Komm, wir haben so viele Attacken, Freunde. Was soll man machen? Böse Sprengung. Boom! Wir haben so viele geile Attacken. Unser Charakter ist echt kaum wiederzuerkennen. Ich finde die Kleidung einfach so geil. Das Orange, wie das am Leuchten ist und alles. Bam, bam. Nochmal ein Kamehameha, Freunde. Bam! Ah, hat er ausgewischt, der Pisser. Oh, ist das ein Lappen, Alter. Ich mach den so platt, der hat keine Chance, Freunde. Ich sag's euch. Komm, soll man gleich mal einen Super-Angriff geben? Ah, können wir gerade leider noch nicht. Komm her, Alter. Ich mach den so platt, Alter. Komm, bam, bam, bam. Der denkt auch, der wäre stark, ne? Zack, in deine Fresse, da guckt man Kamehameha hinterher, ey. Das ist einfach so krass, wie stark der geworden ist, Freunde. Also, es ist einfach nur echt unnormal. Und jetzt kommt Sangoku, Alter. Junge,
Jetzt geht's los gegen Nappa und Vegeta, wie in der letzten Folge. Diesmal machen wir sie beide platt. Alter, was ist denn los mit dem Nappa? Freunde, Vegeta, den werden wir jetzt so platt machen. Also Vegeta, der wird jetzt gleich richtig auf die Fresse kriegen von uns. Aber Nappa ist natürlich auch nicht schlecht, also okay. Ja, ich habe mir das ein bisschen leichter vorgestellt, Freunde. Okay, aber die sind doch extrem stark noch, aber nicht so stark für uns, Freunde. Komm, wir machen jetzt mal. Guck mal, das ist unsere Special-Attacke, Freunde. Guck mal jetzt. Bam, 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 bam. Richtig krank, Alter. Zap, 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 Alter. Geiles Scheiße, Mann. So. Ich muss leider noch ein bisschen noch üben mit der Steuerung, beziehungsweise genau, welche Kombos ich mache. Okay, Nappa ist nicht schlecht. Also, was haben wir noch? Meteor Crash. Das bringt sehr viel am sehr viel. Guck mal, zap, 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 Meteor Crash. Den nimmt den richtig auseinander, die Attacke. Guck mal jetzt hier. Alter, der hat fast kein Leben mehr, der Nappa, Alter. Ich komme darauf nicht klar. Mit RB blocken wir. Ne, mit L1 blocken wir LB. Komm, komm mal her, Nappa. Willst du den KMM her? Guck mal, einfach blocken. Guck mal, zack, zack, zack. Das nützt mir nichts, Alter. Du hast keine Chance, Nappa. Ich mach dich. Oh, fuck. Oh, nein. Scheiße. Alter, der hat eine Special-Attacke gemacht, der Pisser. Alter, jetzt hier, kriegst du meine Attacke. Ah! K.O., Alter. KMMH. So, Vegeta, jetzt bist du an der Reihe. Komm her, Vegeta. Ich mach dich platt, Digga. Komm her, Alter. Letzte Folge hatte ich noch Angst vor dir. Aber jetzt wirst du sehen, du kleiner Scheißlappen, ey. Du hast mich einfach letzte Folge so schnell platt gemacht. Oh mein Gott. Alter, der, oh mein Gott. Der ist ja immer noch so mega stark. Sein Leben verschwindet. Komm, komm, Sangoku. Double Kamehameha. Bam, Junge. Partner Kamehameha. Shit, Alter. Also Vegeta ist immer noch extrem stark, Freunde. Oh, fuck. Alter! Okay, Freunde. Also, ich hab mich ein bisschen überschätzt. Wir machen, geben unserem Charakter mal eine Energiekapsel, damit er ein bisschen Energie wieder hat. Boah, die ist doch ganz... Alter! Vegeta, der Pisser! Scheiße, Mann. Komm her, Vegeta. Das macht so einen Spaß, Freunde. Nachdem man weiß, dein Charakter ist so viel stärker geworden ist. Ah! Junge. Boah! Double Attacke! Oh, mein Gott! Von mir, Dings, und von Sangoku Kamehameha. Scheiße. Oh, Vegeta. Denkst du, das kann was anhaben, Digga? Wir kämpfen in einer anderen Liga. Du hast keine Chance gegen mich und Sangoku. Komm her, Vegeta. Bam, bam, bam. Heute werde ich versuchen, das jetzt gleich mal ein bisschen länger zu halten, Freunde. So eine halbe Stunde. Was ist denn jetzt los? Das hat man bisher noch gar nicht gehabt. Also das ist jetzt komplett neu, was passiert. You'll pay for this! Ach, was passiert jetzt? Oha. Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Komm, Junge! Komm, 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 komm! Stell dir vor, jetzt kommen wir noch dazu. Ist ja mega, gell? Alter! Alter! Boah, ein Killer, ich schwöre es dir, Killer! Vegeta ist tot, he's finished! Wir haben gewonnen, Freunde, Alter! Wir haben es geschafft! Richtig geil, aber eigentlich hat sich Vegeta noch einen Affen verkleidet in der Story. Wir haben leider nur Rang C geschafft. Also das Beste ist, wie gesagt, Z, danach kommt A, dann B, dann C. Aber wir haben die Quest erfolgreich geschafft. Perfekt, Alter. So, weiter geht's direkt. So, mit der nächsten Mission. Also wie gesagt, klickt auf den Link in der Beschreibung und stimmt ab, ob wir nur die Zeitpatrouille machen sollen, also diese Kampagnenmission, oder dass ich euch auch mal die Parallelquests zeige. Also ich werde, glaube ich, zur Auswahl machen, hier alle Parallelquests oder nur ein paar Parallelquests, die etwas interessant sind. So. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich glaube, ich verwandle mich in den Affen. In that case. I guess I'll just have to become a Oha. Great ape. Ach du Scheiße. What? Burst open and mix. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh no. Mein Way. Gott. Ach du Scheiße. Now you see. This is the end for you. Ach du Kacke, Alter. 10-mal Vegeta transformiert. Besiege Vegeta. Ach du Scheiße, Freunde. Okay. Wir werden es mit ihm aufnehmen. Oh mein Gott, was ein Riese. Komm her. Ach du Scheiße. Anders als... Warte mal. Anders als bei regulären Kämpfen müssen Wehraffen den Status brechbar haben, um Schaden zu nehmen. Greife an und bring die Ausdauer des Wehraffen auf 0 für den Status brechbar. Erst dann kannst du ihm Schaden zufügen. Überrasche einen Wehraffen und wirf seinen Schwanz, um seine Ausdauer stark zu schwächen. Ein Wehraffe, der im Status brechbar geworden ist, nimmt hohen Schaden. Lass eine Chance auf Nachsetzen. Ach du Scheiße, guck mal, wie leben das? Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, wir kommen wieder nicht weiter. Ach du Scheiße, Mann. Wie soll man...
Okay, sein Status brecht, weil er kommt gleich. Guck mal jetzt, Freunde. Ja! Guck mal, da oben ist eine grüne Energie. Seht ihr die? Guck mal jetzt hier. Ah, Junge. Alter. Freunde, der hat so viel Leben. Fuck, Mann, der hat so viel Leben. Alter. Das ist der Werfer. Er ist schon riesig, aber ich weiß, du kannst ihn besiegen. Ja, wir können ihm gerade Schaden zufügen. Komm, Digga. Komm. Alter, ich habe ihm gerade ein bisschen Schaden zugefügt. Aber der ist echt mega stark, Freunde. Ohne Spaß. Diejenigen, die die Story gesehen haben, die wissen jetzt, was passiert. Ab jetzt werde ich nichts mehr sagen, Freunde, was passieren wird. Damit ja ein bisschen Spannung drin bleibt. Da soll ich einen Attack machen, Freunde. Komm, Kamehameha, ein fettes. Bam! Oh! Wie? Hä? Was? Fehlgeschlagen? Weil er Krillin getötet hat, Alter. Ach du Scheiße, Mann. Der hat Krillin direkt getötet, Freunde. Komm, direkt der Neustart. So, Freunde, diesmal darf Krillin nicht sterben, Alter. Wir müssen jetzt auf ihn aufpassen, quasi. Komm, wir müssen jetzt direkt drauf gehen, Freunde. Komm, direkt auf ihn drauf. Bam, guck mal, wie wenig Leben der nur noch hat. Komm, Freunde, wir müssen den platt machen. Komm. Bam, Junge, direkt auf deine Fresse. Wir müssen direkt einfach drauf gehen, Freunde. Komm, der hat nur noch ganz wenig Leben, Freunde. Komm jetzt. Komm her, bam. Jetzt kriegen wir ihn. Guck mal, jetzt stirbt er. Jetzt komm, Freunde, wir kriegen ihn. Ja, Mann, K.O., wir haben es geschafft, Alter. Oh mein Gott, wie schnell ging das denn, ey? Scheiße, wir mussten aber echt auf Krillin. Ja, Mann, genau das, Krillin. Destructed Disc. Bam, Schwanz abgeschnitten. Freunde, die Saiyajins können sich nur in einen Affen verwandeln, wenn deren Schwanz da noch dran ist. Also, wenn der Schwanz ab ist, so wie gerade, Krillin hat ihn ja durchtrennt, dann kann er sich nicht mehr in einen Affen verwandeln. Und in Affen sind die alle 10-mal so stark als sonst. Das ist echt krass. Wir haben ihn aber besiegt, Alter. Wie schnell, Alter. Wir haben ihn einfach platt gemacht, eliminiert. Mal gucken, welchen Rang bestimmt. Ja, okay, B ist in Ordnung. Quest erfolgreich. Perfekt, Alter. So, wir machen direkt Levelaufstieg, Alter. 3 Attribute haben wir dazu bekommen. Perfekt. Wir machen direkt weiter mit der Kampagne. Und wie gesagt, Freunde, abstimmen unten in den Kommentaren bzw. Beschreibung draufklicken. So, jetzt geht's direkt weiter mit der Kampagne. Ich habe unnormal Bock auf das Spiel, Freunde. Das macht einfach so einen herben Spaß. Jetzt müsste eigentlich die Freezer... Oha. Prinzessenstolz, Limitkampf, besiege Vegeta. Ach ja. Ach du Scheiße, Mann. Fuck, der ist jetzt, glaube ich, nochmal richtig stark. Bam. Alter. Zack, Junge. Bam, Kamehameha. Okay, der ist jetzt, glaube ich, doch nochmal richtig stark. Komm her, Vegeta. Okay, kriegst du jetzt jemanden... Bam, Junge. Komm her. Alter, jetzt besiege ich. Komm her, Vegeta. Lass den platt machen, Freunde. Zack, zack. Jetzt muss ich den Kombos noch ein bisschen üben, Freunde. Ich mach fast immer dieselben. Immer zack, zack, zack. Und dann nach oben. Bam. Komm, mach jetzt mal eure Attacke. Hier so, meinte. Bam. Die ist so geil, Alter. Diese... Alter, okay. Der ist aber schon noch stark, Freunde. Also man merkt das. Ich hab gedacht, unser Charakter wäre etwas stärker geworden. Also der ist schon ziemlich stark geworden. Nur, ich hab gedacht, Vegeta würden wir innerhalb von 5 Sekunden platt machen. Guck mal, kriegt er wieder Meteor Crash. Oh mein Gott, der hat alle Schläge abgewehrt vom Meteor Crash. Diese Attacke ist echt verdammt geil. Wir sehen gleich nochmal eine finnische Attacke durch, Freunde. Das muss ich erstmal unser Leben noch haben. Bam, Meteor. Und jetzt gleich kriegt man nochmal ein Kamehameha, Alter, ja? Ja, macht eine Teleportation. Alter, was war das denn, Mann? Komm, Freunde. Ah, wir können noch keine volle Energie-Attacke machen. Die kriegt er aber gleich zum Abschluss, Freunde. Das versprechen wir uns. Wir machen noch ein bisschen schwach. Zack, zack. So, und jetzt kriegt er die, Freunde. Guck jetzt, Freunde. Jetzt stirbt Vegeta. Bam. Komm, Junge, stirb, Vegeta, stirb! Oh, jo! Oh, fuck! Alter, die macht dieselbe Attacke. Oh, komm, jetzt kriegt ihr noch einen Energiestrahl von mir. Zap. Bam, Junge, Finisher! Der ist nochmal hier in die Fresse, Alter! Oh mein Gott, wir haben ihn so auseinandergenommen! Geil, Alter, geil. Mal gucken, welche Rang S, Alter. S ist, glaube ich, nicht so gut. So, jetzt haben wir die Saiyajin-Saga auch geschafft, Freunde. Jetzt gehen wir weiter zu, glaube ich, zur Freezer-Saga. So, jetzt geht's weiter, Mann. Also, es gucken auch sehr viele das Let's Play, die Serie nicht kennen. Das finde ich echt mega geil. Also, ihr müsst euch die Serie auf jeden Fall reinziehen. Die macht mega viel Spaß. Da ist wirklich alles dabei. You're not getting away. Komm, Krillin. Ah. Why are you stopping me? Krillin, it's okay. Oh, okay. What? Wisst ihr, warum... Next time. Wisst ihr, warum unser Charakter Krillin auffällt? Das ist, damit sich die Story nicht ändert, weil in echt ist Vegeta auch davon gekommen bei der wirklichen Karriere. Und wenn wir jetzt Vegeta getötet hätten, würde die Story einen komplett anderen Lauf nehmen. Also ich verstehe da schon, warum die das so gemacht haben. So, jetzt geht's weiter zur Freezer-Saga, Freunde, Mann. Jetzt wird's geil. Finally, it's back to normal now. The Scroll of Eternity has been corrected. Still,
Why did something like this even happen? It should be impossible. You can't change history like this. It seems someone traveled through time and changed history. Boah, wer ist das denn? Just like how you did in the past. Wer hat denn da gerade geredet? Hä? Alter, was für eine Grafik auf einmal! Das ist die echte Dragon Ball Grafik, Freunde. Oh mein Gott, da kommt eine geile Chaya. Oha. Alter, was denn du? Das ist die originale Dragon Ball Grafik. Hello! Was will die denn? Hello there. This is the master of the time nest. She's the supreme Kai of time and a very important person. She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protecting it. Kack der Vogel auf den Kopf, Alter. Really? Just what in the heck do you think you're doing? What is your deal today? Are you using my head as a perch now? Shut up! I don't care if you're mad, I demand an apology. You're heavier than you look, you know. Geil, Alter. Die haben das echt gut hinbekommen. As I said, she's a very important person. Just trust me. Ja, ich vertraue dir, Trunks. Geil, dass sie aus den Zwischensequenzen gemacht haben. Ach, nee. Supreme Kai of Time? Oh, sorry. Oh, ist die klein. Anyhow, you must be the warrior Shinron summoned. Ich bin der Kai, I'm the Supreme Kai. You know, she may not seem like it, but she's in quite a high position in the universe. By the way, that bird you saw just now? That's my best friend, Toki Toki. Best friend that steps on you, maybe. This is good. You guys seem quite talented. Yeah. In other words... Thank you very much. But sadly, until we find the... What the... What in the world is happening? Seems there are two time travelers with strange energy. Ein seltsames Paar reist durch die Zeit und spielt an der Geschichte rum. I don't know what they're up to, but I'll tell you what. I have a bad feeling about this. A time traveling duo? Ein zeitreisendes Paar, wer könnte das sein? Let's start by finding them. Let's do this. Alles klar. So. Also ich finde auf jeden Fall, die Story ist vom Aufbau her sehr gelungen, weil sonst ist es ja immer so, dass man die Kampagne einfach von Anfang bis Ende durchspielt. Jetzt ist die Kampagne sozusagen komplett auf den Kopf gestellt. Das finde ich mega geil. In der Einzelspieler-Lobby sind Soldaten anderer Spieler in Tokitoki-Stadt als NSC mit Namen in Gelb sichtbar. Zahle ihnen 10 Yen, um sie für deine nächste Parallelquest zu rekrutieren. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, man kann so mit denen kämpfen, die mitnehmen. Verstehe ich? In der Mehrspieler-Lobby kannst du mit anderen Online-Spielern kommunizieren, Teams bilden, kämpfen und zusammen auf Parallelquests gehen. Geil, Alter. Du kannst auch andere Spieler zu Favoriten hinzufügen oder sie zu Kämpfen herausfordern. Okay, jetzt können wir aber endlich mal online spielen. Du kannst jemanden über den Spieldatenbildschirm in dein Team einladen oder hinzufügen, zu Favoriten hinzufügen oder... Alles klar. Ja, Freunde, wir werden es auf jeden Fall so machen. Also in der Abstimmung könnt ihr entscheiden, ob wir nur die Kampagne spielen oder auch diese Nebenquests machen. Aber so Online-Parallel-Quests, die werde ich, denke ich, auf jeden Fall mal machen. Also, das werdet ihr auch dann sehen. Ich zeige euch das auch. Wir werden jetzt nicht nur die Kampagne zocken, sondern auch nebenbei ein bisschen. So, wenn wir jetzt ein bisschen Punkte bekommen, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal direkt. Attribute, wir haben jetzt 3 neue Punkte. Würde ich sagen, machen wir auf unsere KI-Explosionssuperangriffe und dann auf unsere Grundangriffe noch eins, weil das ist so ziemlich das Wichtigste. So, zack. Perfekt. Und jetzt würde ich sagen, geht's auch direkt weiter mit der Kampagne, Alter. Ja, 762. Ja, jetzt beginnt die Freezer-Saga, Freunde. Freezer. Wir sind jetzt gerade hier auf dem Planeten Namek. Ach du Scheiße. Das ist die Genio-Force. Ach du Scheiße. Der ist der heftigste, Alter. Was? Ja, was ist denn Vegeta in der Ginyu-Kommandoform? Ach du Scheiße, Freunde. Alles klar. Das ist wieder anders an der Story. Die werden versuchen zu stören, Alter. Ach du Scheiße. Boah, wieder ab geht's, Sangoku. Alter. Das hält ja noch keine 10 Sekunden durch. Ach, Scheiße, Alter. Wir müssen das wieder ins Gleichgewicht bringen. Jetzt hat er den Körper getauscht. Das ist ja die Attacke von dem einen. Er kann den Körper tauschen. Kacke.
So, ja, der hat den Körper getauscht. Ja, Freunde, das ist echt krass. Okay. So darf sich die Story auf keinen Fall ändern. Jetzt ist Son Goku bei den Bösen. Ja, Vegeta ist tot. Ja. Krass, Alter. Ich feier das sowas von immer, so sehen, wie sich die Story so verändert hätte. Das ist echt mega geil. Ja, wir kriegen das schon hin. Father? Father is Ginyu! Ach du Scheiße. No! I mean, Ginyu is father? Trunks dreht selber durch, weil Vegeta ist ja sein Vater. Sorry, but I need you to deal with my father. Machen wir, Freunde. Wir machen das, Alter. Wir kriegen das hin, ey. So, jetzt geht's los auf dem Planeten Namek. So, Jahr 762. Das ist die offizielle Ginyu-Force-Truppe. Also so sieht die in echt aus. Diese fünf Lappen Bata. Jeez. Der kleine fette Guido, Alter. Guldo. Das ist der Kommandant Ginyu Force. Der Ginyu Force! Ach du Scheiße, Mann. Okay, das wird jetzt schwer werden gegen die. Es ist so eine ganze Truppe. Und die sind alle stark. Sehr seltsam, Ginyu Kommando. Reduziere Ginyus TP auf ein bestimmtes Maß oder besiege Riku. Okay. Alles klar. Jetzt, Freunde, wie wir wieder kommen werden. Ich spüre die Kraft. Ach du Scheiße. Jetzt kommen wir. Vegeta hatte gerade diese böse Aura. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, Alter. Da sind wir, Mann. Der Krieger des Lichts. Komm her, Ginyu-Kommandant. Alter, bestimmt sind die richtig stark. Komm her. Ich mach auf. Alter. Der ist stärker als Vegeta, aber der findet nicht so schnell sein Leben. Bam, Junge. Scheiße, kann der mehr verkackt. Bam, bam, bam. Scheiße. Komm, Freunde, jetzt gibt's erstmal hier. Zap, zap. Scheiße, falsche Richtung. Komm, volle Kraft-Energiestrahl, Freunde. Bam, Junge. Alter, der ist echt verdammt stark, der Ginyu-Kommandant. Fuck. Oh mein Gott. Mit A machen wir Teleportation, Freunde. Das ist echt geil. Guck mal, jetzt zack, Teleportation. Bam. Jetzt gibt's erstmal eine Kombo von uns. Bam, Junge. Nochmal hier. Ah, shit, shit. Dann piss dich mal. Ja, komm, wir werden alles ab, Freunde. Ihr meint, wir sollen mehr mit Konter arbeiten. So, und dann zack von hinten und dann bam, und kam ja mehr an seine Fresse rein. Irgendwas stimmt denn nicht voll. Alter. Aber wir nehmen ihn auseinander, den Ginyu-Kommandant. Bam, scheiße, ein bisschen zu früh. Wir brauchen noch ein gutes Timing für. Alter, der Ginyu-Kommandant geht echt mega ab, Freunde, Mann. Guck mal, der hat uns schon die Hälfte des Lebens weggemacht. Shit, Alter. Das heißt, wir müssen vom nächsten Let's Play wieder ordentlich Parallelquest machen. Böse Sprengung. Bam, Junge! Egal, ich mache den jetzt platt, Mann. Der kriegt jetzt von mir. Okay, haben wir geschafft. Release your power! Ja! Das ist der Riku. Bam, 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 bam. Boah, den machen wir sowas vom Platz, hat den ganzen Kombi gesehen, Freunde. Zack, 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 zu mir, bam, Junge. Den direkten Kamehameha hinterher, du Lappen, Alter. Das ist so eine Kommandantentruppe, die gehören alle zusammen, diese fünf Leute, die gerade am Anfang waren. Und das ist unser Ziel, die alle Platz zu machen jetzt. Zack, 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 bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Teleportation, oder? Zack. Ja, der hat keine Chance, Freunde. Der ist echt, der ist nicht so stark wie der Videokommandant. Zack, der muss man einfach noch ein paar Mal treffen, der ist sofort am Arsch. Oh, der ist jetzt im Wasser. Komm, jetzt von Unterwasser kämpfen, haben wir auch noch nicht gemacht. Bam, bam, bam. Jetzt haben wir die Ohren. Zieht unter Wasser. Bam, bam, bam. Ha! Ach, scheiße. Bam, bam, bam. Boah, Junge, wieder auseinandernehmen, Alter. Komm mal wieder raus hier, du Digga, Alter. Das ist dein Ernst, was willst du da im Wasser? Komm, jetzt kriegt ihr ein richtig fettes Kamehameha von mir. Wir müssen erstmal unser Leben aufladen. Ja, guck mal. Oh, fuck, scheiße, ich hab Scout ausgeaktiviert. Was, wie geht das, K.O.? Alter, Vegeta ist K.O., Freunde. Oh mein Gott, wir müssen gegen beide kämpfen. Das wusste ich ja gar nicht. Ach du Scheiße, Mann. Wir müssen gegen Ginyu und den einen da kämpfen. Wo ist der andere? Ich muss auf den anderen. Wo ist der? Da ist er. Wir müssen... Fuck, ich muss schnell zu dem hin. Weil der hat nicht mehr so viel Leben, Freunde. Wir müssen erstmal den besiegen. Bam, Junge. Bam, Junge. Was für ein Kombi. Okay, der ist K.O. Komm jetzt schnell zum Ginyu Force. Ja, wo ist der? Ah, wir mussten zum Glück nur den Rikum besiegen. Den einen da, Alter. Alter, Junge, das war echt schwierig. Ich habe gedacht, der Ginyu bringt uns jetzt um. Eigentlich hätte man beide besiegen müssen. Das hätte bestimmt mehr Punkte gebracht. Aber ist egal, Freunde. Das können wir alles im Nachhinein noch machen. Ich habe auch von der ersten
Folge habe ich auch nochmal alles gespielt, damit ich da eine bessere Punktezahl habe. Da hatte ich auch, glaube ich, Rang A anstatt Rang C oder so gegen Raditz. Und das bringt natürlich auch alles viel mehr Punkte für unseren Charakter und so. Also ist alles sehr wichtig, damit wir auch immer diese Parallelquest machen. Sangoku versus Ginyu-Kommando. Reduziere Ginyus TP auf ein bestimmtes Maß. Stimmt, Freunde. Das war ja der Kampf von Sangoku und dem. Der hässliche Vogel, Alter. Der sieht so hässlich aus. I'm getting bored. Hat er keine Zähne mehr, Alter. Guck mal, was für ein Erbsenkopf der hat, Alter. Richtiger Eierkopf. Ach, Scheiße, Mann. Sangoku, Alter. Genau so war's, Freunde. Genau so. Guck mal, seine Arschbacken konnte man sehen. Goku! Daddy! Sangoku ist da, Alter. Jetzt mit oh mein Gott, mit Sangoku gegen Ginyu, Alter. Der hat keine Chance, Freunde. Er hat keine Chance. Komm her, Alter. Bam, bam, bam. Komm her, wo ist der? Zack, 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 zack. Aber die haben einige Sachen hier übersprungen, Freunde. Eigentlich sind diese Ginyu-Kommandanten sind zu fünf hier. Diese fünf Leute. Und wir haben gerade nur gegen zwei quasi gekämpft. Nicht gegen alle. Finde ich etwas schade. Weil somit wird die Story ja ein bisschen kürzer. So. Aber keine Sorge, Freunde. Ich werde natürlich auch nebenbei so Online-Parallel-Quests machen. Mit anderen Leuten gegen Dima kämpfen und so mich mit denen messen. Das ist natürlich auch viel interessanter als diese Offline-Parallel-Quests. Bei den Offline-Parallel-Quests werde ich bestimmt auch ein paar machen. Aber ich werde euch nur die interessantesten zeigen. Also ihr könnt ja wie gesagt erstmal abstimmen, ob ich euch alle zeigen soll oder nur ein paar. Und dann kriegen wir das schon hin, Freunde. Nice, der pisst dich, Mann. Kamehameha, Junge! Wieder daneben, ey. Er hat fast kein Leben mehr. Scheiße. Oh fuck, ich glaube, ich ahne was Böses. Ah, da sind die anderen ja. Ja, ich hab's gewusst, die kommen jetzt nochmal. Shit, der hat die anderen zur Hilfe gerufen. Oh fuck, ey, ich muss auf den Jazz drauf hin. Aber ich fühle mich gerade wie Sangokus Bruder oder so, ne? Seid mal ehrlich, Freunde. Aber die anderen sind auch stark. Bam, bam, Junge. Kamehameha! Gib ihm, Alter! Jetzt hier noch eine böse Sprengung. Bam, Alter! Bringt aber nicht so viele böse Sprengungen, die werden dann vielleicht noch retten, oder nicht? Wir müssen noch voll in Cheat, Freunde. Da muss man dreimal vier und dann einmal nach oben. Da kann man voll die fette Combo immer raushauen. Bam, bam, bam. Und dann Kamehameha für Sangoku. Alter, die sind gar nicht mal so schlecht, die beiden. Bam, 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 bam. Boah, das macht so einen Spaß, ne? Man kann wirklich seine Aggressionen rauslassen. Ach du Scheiße. Kacke. Ach du Scheiße. Der hat Körpertausch mit uns gemacht. Eigentlich hat er das in echt mit Sangoku gemacht. Und jetzt sind wir der Ginyu-Kommandant. Jetzt müssen wir gegen uns selber kämpfen. Ach du Scheiße. Alter. Oh mein Gott, der nimmt uns ja richtig auseinander. Wir kämpfen jetzt gegen unseren eigenen Charakter, Mann. Alter. Milchkanone. Was ist das denn, Milchkanone? Ach du Scheiße, Mann. Ey, ey, ey. Ach du Scheiße. Kacke, Mann. Boah, der hat aber geile Attacken drauf hier. Milchkanone, Kampfpose. Geil, Kampfpose. Was ist das denn? Und jetzt? Alter, das eine gewisse extra Energie. Alter, was geht denn hier ab? Alter, Freunde, hab ich eine Energie gehabt? Ja, ich hab noch eine, die nehme ich gleich. Alter, ich muss gegen alle drei hier kämpfen, man. Alter, was ist das denn hier? Meine Fresse, sind alle mega stark hier. Kacke. Wie stark die alle sind, Mann. Komm, Freunde, wir machen ihn jetzt platt, diesen Bart gerade. Komm her, Alter. Fuck, Mann, unser Leben. Wir sind gerade fast mega am Arsch, Freunde. Komm, Milchkanone. Oh, fuck, ich muss mein Leben aufladen, Freunde. Energiekapsel M. Zack. Ich hab die unbedingt gebraucht, Freunde. Oh, sorry, aber ohne die geht's echt nicht. Milchkanone! So, einer schon mal K.O. Dieser Jess. Und der ist der nächste, der Lappen. Komm, wir sollen mal eine... Oh, Junge, Alter, krass. Also, wir sind jetzt der Lila, der Ginyu-Kommandant. Ach, Scheiße. I'm counting on you. Was macht der da? Ach du Kacke, Mann. Ich weiß nicht, was jetzt genau passieren wird, Freunde. Vielleicht fährt er ja zu Freezer und tut so, als ob er der Echte sei und bringt Freezer um. Das wäre auch natürlich lustig. So, Quest haben wir geschafft. Levelaufstieg wieder. Perfekt.
So, jetzt geht's direkt weiter. Also, ja, bisschen verwirrend die ganze Geschichte, Freunde. Also, ich kann's verstehen, wenn viele von euch die Serie nicht geguckt haben und das jetzt hier nicht verstehen. Also, ich blick selbst gerade bisher nicht so ganz durch. Raumschiff schleichen mit Ginyu, besiege 20 Gegner. Ach ja, Freunde, wir sind ja jetzt in dem Körper von dem Ginyu-Kommandanten, dieser lilane Typ da. Der hat ja mit uns die Körper gewechselt. Und ja, Sangwon und Krillin sind auf der Suche nach den Dragon Balls. Freezer hat, glaube ich, schon 4 Stück oder so. Deshalb versuchen wir, die dem jetzt zu klauen aus so einem Raumschiff. Und wir müssen den Jungs jetzt aber helfen, bestimmt. Aber ich bin mal gespannt, wie die reagieren werden, weil die wissen ja gar nicht, dass wir die Körper getauscht haben, Alter. Jetzt mal gucken, ob das auch wirklich so geschehen wird hier. Da sind wir. Da sind die beiden ja. Guck mal, unser Wink zu. Ey, ich gehöre zu euch, Mann. Und die denken locker, ich bin dieser Bösewicht, ey. Scheiße. Alter, müssen wir locker. Okay. Wir müssen diese dick Eierköpfe da besiegen. Jetzt kommt her, ihr Lappen, Alter. Bam, bam, bam. Kommandant Ginyu rasiert jetzt hier. Zack, gibt's eine schöne Milchattacke hier. Milchkanone. Warum heißt die Attacke Milchkanone? Würde ich mal gerne wissen. Bam, bam, bam. Alter, wir sind hier mitten im Raumschiff, Alter. Was eine geile Aussicht hier auf Namek. Aber ich würde sagen, Freunde, ich zeige euch ungefähr, wie ich so 5 Gegner von denen töte, weil das ist ja jetzt hier immer so dasselbe. Es kommen immer dieselben Gegner hier. Außer wenn noch gleich irgendwas Interessantes kommen sollte, blende ich euch das natürlich auf jeden Fall ein. Alter, wo sind wir denn hier im scheiß Raumschiff? Lass mal die Kammer wechseln, Mann. Ich hab voll Bock, hier ein bisschen rumzu... Aber was doch, Freunde, lass mal ein bisschen hier im Raumschiff rumfliegen, Alter. Gibt's hier noch irgendwas hier umsonst oder so? Fräule Peter! Ja, guck mal ein bisschen hier rum, Alter. Wir sind jetzt in der Mitte. Wo sind wir denn hier? Ah, können wir auch hochfliegen? Moment, ich guck mal. Ah, leider nicht, ey. So, Freunde, ich mach die jetzt erstmal platt, Alter. Komm her. Ah, da ist schon einer. Bam. Was tust du auf die Fresse? Kriegst du erstmal eine Milchkanone von mir. Alter, ah, das sind noch andere Saiyajins, nicht nur der Ginyu. Egal, wir machen jetzt platt, Freunde. Komm her, Alter. Wir müssen auch versuchen, möglichst bei Krillin und Sangohan zu bleiben, damit wir nicht allzu viel Schaden kriegen. Milchkanone. Die Attacke ist schon komisch. Oha, die ist aber geil, Alter. Das ist so eine Art Meteor-Crash. Oh, das ist ein Meteor-Crash. Guck mal. Bam, wie die abgeht, Alter. Krank, Alter. Ich versuche gleich mal volle Kraft Energiestrahl zu machen. Ach du Scheiße, meine Rat ist uns ja mega. Ja, Freunde, ich würde einfach jetzt schon sagen, nachdem wir den getötet haben. Bam, Junge. So, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn wir alle besiegt haben, weil das ist jetzt immer so ziemlich dasselbe und ich denke nicht, dass ihr unbedingt das so interessant findet. Alles klar, Freunde, bis gleich. So, Freunde, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Ich habe jetzt, glaube ich, 7 Gegner oder so besiegt. Guck mal, jetzt haue ich mit denen ab und guck mal, ah, da ist der. Ach du Scheiße. Der denkt locker, wir verraten den jetzt. Komm, der kleine Dicke, den müsst ihr platt machen, den Gildo, Alter. Was bringt dich hierher? Das ist übel. Hat er herausgefunden, dass die Dragon Balls weg sind. Aber wir kämpfen einfach gegen den kleinen Dicken hier, Alter. Den haben wir eigentlich anders getötet, beziehungsweise in der Kampagne wurde er anders getötet. Fuck, Alter, der geht mega ab, der Kleine. Alter, wo ist der? Ey, der hat mich irgendwie eingefroren. Alter, es sind noch andere Gegner hier, Scheiße. Aber wir müssen auf den Kleinen gehen, auf den Ginyu. Ey, auf den Gildo, Alter, auf den Gildo. Eigentlich ist er durch so einen Holzstamm gestorben oder so, ich weiß es nicht genau. Vielleicht kommt das ja alles noch, Freunde, ich will nicht zu viel verraten. Ey, der macht immer so eine Attacke, dass wir so eingefroren sind, ne? Nicht wieder Pisser, jetzt kriegt er erstmal Meteor-Crash von mir, Freunde. Guck mal jetzt, bam, 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 Meteor-Crash, Alter, beste Attacke. So, mal gucken, was jetzt passieren wird. Dammit! Raspberry! Hey, take care of him! Yes, sir! Haut er ab! Haut er ab! Wir müssen den Rest besiegen, Freunde. Alles klar, bis gleich. Ja, Freunde, wir haben es geschafft, Alter. Wir haben alle platt gemacht. Ey, Krillin ist am Ende fast gestorben. Der hatte nur noch so wenig Leben, ey. Zum Glück haben wir es doch geschafft. Locker Rang C oder so. Ja, leider schon Rang B. Ja, Rang B ist okay. Rang B ist okay. So, jetzt gucken wir mal direkt, was jetzt noch passiert. Ich würde sagen, einen Kampf machen wir noch und dann war es auch. Ich habe die Folge heute extra mal ein bisschen länger gehalten für euch, Freunde. Weil ihr wolltet ja mal eine bisschen längere Folge und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommen wird, Alter. Locker wieder gegen Ginyu oder so. Deine Geschichte und dein Körper. Besiege alle Gegner. Was machen die denn da jetzt? Was wünschen die sich jetzt? Nochmal, ich weiß es nicht mehr. Ich sag nicht mehr. Guck mal, wenn man die 7 Dragon Balls hat, dann kann man sich immer was wünschen. Ach du Scheiße. Oh, what are you doing there, buddy? Oh mein Gott, das ist Ginyu. Hey! Our fight isn't over yet! Ach du Scheiße, müssen wir wieder gegen uns selbst kämpfen, ey. Vegeta ist auch noch da mit seiner spitzen Nase. Ach du Kacke, Mann. Jetzt müssen wir gegen unseren eigenen Charakter kämpfen, gegen den Ginyu. Scheiße, Alter. Der hat mit uns den Körper getauscht. Eigentlich müsste der jetzt sowas von stark sein, Alter. Aber anscheinend ist er noch nicht so stark. Haben wir nochmal Glück gehabt, Freunde. Komm, wir machen mal jetzt platt, Alter. Hier, bam. Kriegst du eine Torattacke von uns. So, jetzt kommt locker. Oh mein Gott, wenn jetzt gleich Freezer kommen sollte, dann ist vorbei. Dann ist vorbei. This time. Komm, Körper. Now. Ach du Scheiße. Boah, Glück gehabt, Alter. Ja, Mann, wir sind wieder in unserem alten Körper, ey. Geht doch. Jetzt wird er sehen. Captain! Was will der kleine Dicke da? Oha. Was macht er da? Change now!
Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Jetzt hat er mit Son Goku den Körper gewechselt. Ach du Scheiße. Fuck. Müssen wir gegen Son Goku kämpfen, ey? Alter, guck mal, wie viel Leben der hat, der Ginyu. Guckt euch das mal an, Freunde. Wir haben nur eine Energiekapsel zum Glück. Ach du Scheiße. Guck mal, wie stark Son Goku ist, Mann. Wie viel Leben der hat. Sparen, Junge. Mein Gott, der nimmt uns auseinander, Freunde. Ich glaube, wir sind wieder an einer Stelle angekommen, wo wir nicht weiterkommen werden, ey. Fuck, wir haben zwar noch eine Energiekapsel, aber die werde ich erst am Ende verwenden. Ich versuche, den noch Platz zu machen. Teleportation, zack. Wenn man angegriffen wird, Freunde, einfach A oder X auf der Playstation macht eine Teleportation. Ha, ich mache den immer zu. Scheiße, oh mein Gott, unser Leben, wir sind fast tot. Energiekapsel. Mach die Energiekapsel. Boah, was ein Glück, Freunde. Im letzten Moment haben wir Energiekapsel verwendet. Er wird uns trotzdem platt machen, denke ich mal. Ach du Scheiße, wie stark der auf einmal ist, ne? Vorhin war der noch nicht so stark, Freunde. Der ist einfach unnormal stark geworden. Alter. Alter, der macht immer so eine Explosionsattacke. Dann sind wir immer... Haben wir keine Chance gegen ihn, ey. Fuck, Freunde. Fuck. Was soll man für eine Attacke machen, Alter? Ich bin völlig ratlos, Mann. Der ist mega stark. Fuck, Junge. Der nimmt uns auseinander. Ey, das wird so schwer werden gegen den, Freunde. Müssen, glaube ich... Ja, nach der Folge muss ich wieder, wenn ihr nicht anders abstimmt, offline neben den Let's Plays ein paar Parallelquests machen, damit unser Charakter wieder stärker wird. Aber wie gesagt, Freunde, könnt ihr entscheiden, Abstimmung in den Kommentaren. Aber ich glaube, wir schaffen es, Alter. Komm, wir schaffen es, Alter. Jetzt habe ich den gerade im Visier. Komm. Ah, Junge. Fuck. Teleportation. Alter, guck mal, was für Kombis da raus. Wir können ihn besiegen. Wir können es schaffen. Oh, fuck. Nein. Oh, der hat Spezialattacke gemacht. Ich habe gedacht, er macht Kamehameha gerade. Nein. Fuck, Freunde, komm. Alter, guck mal, unser Leben, Mann, wie knapp. Das wird nochmal richtig spannend jetzt. Komm, Ernie. Geh ab, Junge, geh ab. Machen. Nein, Alter, wir haben es nicht geschafft, Freunde. Egal, ich probiere es noch einmal, Alter. Ich probiere es noch ein letztes Mal. Komm, Freunde, kämpfen und siegen, Alter. Jetzt machen wir den platt, den Son Goku. Oh, wir haben noch eine Energiekapsel. Komm, jetzt machen wir den platt, Alter. Komm her, Son Goku, du Lappen. Fuck, Alter, der ist so stark, Mann. Ein bisschen abwehren, jetzt kriegt er den Kamehameha, Alter. Ja, Kamehameha. Ha, perfekt getroffen, Alter. Komm, Energiekapsel nehmen wir, wenn wir ganz, ganz wenig Leben haben, Freunde. Ich will den platt machen, Mann. Fuck, Alter, der ist so stark, Freunde. Ich sag's euch, der ist so stark. Krass, Mann, das ist ein komplett anderes Niveau als Vegeta, Alter. Vegeta war ja schon stark, aber der übertrifft's vollkommen. Bam, Junge. Alter, wir brauchen gleich unsere Energiekapsel, das haben wir verloren. Fuck, Alter, komm. Einmal geh schon drauf. Fuck, Alter, komm, drauf, irgendwie. Komm, Digga, den kriegst du. Bam, und deine Scheißfresse. Komm, bam. Bam, Junge. Komm, jetzt ein Kamehameha. Bam, Junge. Komm, in deine Fresse. Perfekt. Komm, diesmal schaffen wir es locker, Alter. Komm, diesmal schaffen wir es. 100%. Es sei denn, ich kann jetzt keine Energiekapsel mehr. Ja, doch, die haben wir bekommen. Perfekt. So. Okay, wir haben jetzt so gut wie gewonnen, Freunde. Also, ich hoffe es. Es sei denn, der dreht nochmal richtig durch. Alter, komm her. Ich quetsche dir in die Ecke rein. Bam, Junge. Kriegst ein Meteor-Crash von mir, Son Goku. Bam. Jetzt hier. Ach du Scheiße. Teleportation. Scheiße. Bam. Bam, Junge. Das ist auch eine geile Attacke von uns. Die haben wir auch neu. R2 und dann A. Bam, Junge. Wir haben ihn, Freunde. Ja, wir haben es geschafft, Alter. Geht doch, ey. Boah. Vegeta. Ach du Scheiße. Er hat wieder volles Leben, Mann. Okay, Freunde. Das wird jetzt mein letzter Versuch werden. Scheiße. Erstmal müssen wir diesen Gildo töten, ja? So, wenn wir das irgendwie schaffen sollten, Freunde, werden wir das bei der nächsten Folge machen. Aber ich werde jetzt mein Bestes nochmal geben hier für den letzten Kampf von uns, weil das Let's Play soll ja nicht allzu lange gehen. Jetzt habe ich zwar viele gewünscht, dass ich ungefähr eine Stunde mache, aber das können wir gerne beim nächsten Mal machen, weil heute ist nicht so viel Zeit, ich muss noch ein Video für FIFA machen. Bam. Ein kleiner Dicky, Alter. Komm her. Ha! Ja, der ist nicht so stark, Freunde. Den kriegen wir locker platt, Alter. Und gleich zu dritt gegen Videokommandant. Bam, Junge. Guck mal, die Attacke, die meine ich. Kopflos und der ist direkt tot. Richtig geil. Oh mein Gott, guck mal, wie viel Leben wieder Ginyu hat, Alter. Fuck. Bam. Die Folge heute ist die beste bisher, glaube ich, Folge. Ohne Spaß, Freunde. Das ist bisher die beste Folge. Die macht so einen riesen Spaß. Bam. Bam, Junge. Kopflos, Alter. Er hat abgewehrt. Krieg, komm her. Bam. Bam, Junge. Was machst du? Spaß. Da kann man immer seine Aggressionen alles rauslassen hier in diesem Spiel, Freunde. Alter, wir machen den ja richtig platt. Also, ich bin mal gespannt, wie das gegen Freezer wird, Freunde. Gegen Freezer. Der wird uns locker so platt machen, Freunde, Freezer. Aber ich finde das auch so ein bisschen so eine geile Herausforderung. Wenn der Charakter etwas schwächer ist und dann den einen zu besiegen, ist eigentlich schon geil. Aber ist natürlich auch noch geiler, wenn man einen Charakter hat, der übertrieben stark ist. Und jetzt, Alter, hat den Kamehameha bekommen, ey. So. Jetzt Körpertausch. Wechselt den Körper zurück. Nein! Oha.
Ach du Scheiße. Please make it in time. Komm, 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 komm. Ja. Alter, der wird gerade mit Vegeta den Körper wechseln, ey. Finally. Alter. Was ein Glück wir hatten, Mann. Damn it. This time. Ach du Scheiße. Ach ja. Freunde, jetzt guck mal. Beste Stelle. Beste. Beste. Hat er einfach einen Frosch da hingeworfen. Jetzt hat er den Körper mit dem Frosch getauscht. Und es ist der Frosch, der Genio-Kommandant. Guck mal. Boink. 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 Geil, ey. Und der Genio-Kommandant ist jetzt der Frosch da. Ist das geil, ey. Ach du Scheiße. Freunde, ich glaube, jetzt kommt Freezer. Oh mein Gott, Freunde. Das wird jetzt mega geil werden in der nächsten Folge. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war's an dieser Stelle auch hier vom 5. Dragon Ball Xenoverse Let's Play. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Freunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich natürlich sehr über 4000 Likes freuen. Denkt dran, den Link in der Beschreibung anzuklicken für die Abstimmung. Also es werden auf jeden Fall Online-Parallel-Quests von mir kommen. Die werde ich euch auch zeigen gegen andere Gegner. Das wollt bestimmt auch sehen. Und ja, das war's dann jetzt auch. Euer Rille Peter ist raus. Macht's gut, haut rein und ciao!